Herzlich willkommen zu Let's Talk About Science, der Talkshow über die Fachbereiche der Universität Bremen. Kein Fachbereich hat so einen engen Bezug zur öffentlichen Politik wie dieser. Verschiedene Themen von hoher gesellschaftlicher Relevanz werden auf juristischer Ebene ausgetragen und behandelt. In der Theorie und Praxis werden die Perspektiven um globale und nationale Perspektiven erweitert. An der Stelle begrüße ich ganz herzlich meine beiden Interviewgäste, Herr Professor Dr. Claudio Franzius. Sie sind stellvertretender Dekan des Fachbereichs 6 Rechtswissenschaft und Professor für öffentliches Recht, Verwaltungsrecht und Umweltrecht. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Und ich begrüße Katrin Fenger. Sie sind Studierende am Fachbereich und im Staatsexamen Studiengang Rechtswissenschaft. Ebenso herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Franzius, eine Bandbreite von Themenschwerpunkten, um das Ganze mal runterzubrechen. Was würden Sie sagen, womit beschäftigt sich Rechtswissenschaft? Na, wir haben drei Säulen und das sind Strafrecht, Zivilrecht und öffentliches Recht. Hat ja schon gesagt, ich bin zuständig für das öffentliche Recht am Fachbereich, aber das ist das, was sozusagen das Pflichtprogramm aller Studierenden ist. Also alle drei Säulen werden abgedeckt. Und dann gibt es Besonderheiten bei uns am Fachbereich. Wir haben drei Forschungsschwerpunkte. Und das sind einmal die Grundlagen. Bremen war immer schon sehr interessiert an den Grundlagen des Rechts. Und daneben gibt es einen Schwerpunkt Transnationalisierung. Das ist so ein bisschen unser Ausweis in die Welt jenseits des Staates. Und wir haben einen dritten Schwerpunkt, Digitalisierung, also Dinge wie künstliche Intelligenz, Datenschutzrecht, ganz wichtig. Und das ist sozusagen so ein bisschen unser Profil, mit dem wir auch deutschlandweit werben. Das sind ja alles globale und gesellschaftliche Phänomene, die ständig im Wandel sind. Wie würden Sie sagen, wie passt sich Forschung diesem ständigen Wandel an? Naja, wir sind als Fachbereich einerseits interessiert, das alte Profil, mit dem wir groß geworden sind, zu wahren. Und auf der anderen Seite, dieser Forschungsschwerpunkt Digitalisierung ist neu. Das hat etwas zu tun mit den Kolleginnen und Kollegen bei uns am Fachbereich, die beschäftigen sich damit. Und es ist schon auch ganz allgemein so, dass Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler sich mit aktuellen Fragen beschäftigen. Also das, was gesellschaftlich relevant ist, das wird eigentlich von der Rechtswissenschaft auch abgedeckt. Das ist nicht nur das öffentliche Recht, das ist auch das Zivilrecht. Also wenn Sie beispielsweise denken an das Lieferkettengesetz, jetzt ganz neu, ganz frisch, ganz aktuell, da gucken wir, welche Rechtsfragen entstehen, was können wir selber auch tun, um die Politik zu beraten, wie man etwas rechtlich gestalten kann. Aber natürlich auch, weil es gilt dieses berühmte Wort, ja, der Jurist als Bedenkenträger, welche rechtliche Grenzen gibt es, wenn die Politik etwas Bestimmtes auf den Weg bringen will? Haben Sie also als Fachbereich auch, ich sag mal, großes Mitbestimmungsrecht in der öffentlichen Politik? Also es gibt beim öffentlichen Recht, jetzt spreche ich nur für das öffentliche Recht, es gibt eine Nähe zur Politik. Wir als Öffentlichrechtler beraten die Politik. Das gilt für Sachverständigenanhörungen im Deutschen Bundestag, aber auch hier in der Bürgerschaft. Wenn also in Bremen etwas auf den Weg gebracht werden soll, dann werden unsere Kolleginnen und Kollegen am Fachbereich schon auch gefragt. Frau Fenger, wir haben ja auch schon gehört, enge Verknüpfung zur öffentlichen Politik. Was war vielleicht noch faszinierend für Sie oder war das vielleicht so der hauptsächliche Grund, warum Sie sich für diesen Fachbereich Rechtswissenschaft entschieden haben? Es gab tatsächlich nicht den einen Grund. Jura heißt ja auch nicht automatisch, dass man irgendwie Richter wird oder Richterin oder Anwalt oder Anwältin, sondern das Berufsfeld ist vielfältig
Also man kann eben in die Politik gehen, man kann zur NGO gehen, man kann im Ministerium arbeiten, wie auch immer. Es gibt nicht den einen Grund, aber die Leute, die Nähe zur Politik auch, das öffentliche Recht hat mich dann bewegt, zu bleiben in Bremen und weiterzumachen. Also eine Flexibilität, die einem im Studium gegeben ist. Wo liegt denn Ihr Studiumschwerpunkt? Ich habe den Schwerpunkt Umweltrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht gewählt, der auch in den Händen von Herrn Francius liegt. Ja, Herr Francius, also Ihr Spezialgebiet unter anderem Umweltrecht. Vielleicht könnten Sie ja auch noch mal mehr dazu was sagen. Was sind vielleicht die zentralen Schwerpunkte im Umweltrecht? Ja, der große Schwerpunkt im Moment, das ist klar, es liegt auf der Hand, ist Klimaschutz. Wir haben ein laufendes Forschungsprojekt zum transnationalen Klimaschutzrecht und das ist auch das, was nachgefragt wird. Also wir haben viele Studierende, die den Schwerpunkt deshalb wählen und auch ins öffentliche Recht kommen, weil das Klimaschutzrecht doch für viele attraktiv ist. Sei es, dass man gesellschaftlich engagiert ist und jetzt schauen möchte, wie sehen eigentlich die rechtlichen Grundlagen aus, sei es, dass spektakuläre Gerichtsentscheidungen getroffen werden, wie der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Das ist natürlich, also ich sage immer, das Klimaschutzrecht ist sexy. Vielleicht könnten wir genau bei dem Punkt bleiben, wie kann denn die Justiz zur Lösungsfindung oder wie kann sie durch konstruktive Ansätze zur Lösungsfindung dieser globalen Phänomene beitragen, wie zum Beispiel zum Klimaschutz oder zum Klimarecht? Also die Gerichte können die Welt nicht retten. Das ist, denke ich, klar. Und auch die Rechtswissenschaft kann die Welt nicht retten. Aber wir können beitragen. Rechtliche Maßnahmen vorzuschlagen, wie man aus der Klimakrise, aus dem Klimanotstand herauskommt. Ein Beispiel. Wenn wir in Bremen beispielsweise darüber nachdenken sollten, die Innenstadt autofrei zu bekommen. Oder stellen wir uns vor, das ist jetzt gar nicht aus der Luft gegriffen, man kommt in Bremen auf die Idee, Autos mit Verbrennungsmotor, mit dem guten alten Verbrennungsmotor auf den Bremer Straßen zu verbieten. Das wäre ein Schritt, aus meiner Sicht, in die richtige Richtung. Aber geht das überhaupt? Könnte das denn eigentlich die Bürgerschaft beschließen? Da meine ich schon, dass dann Juristinnen, Juristen, die Rechtswissenschaft, aber am Ende auch die Gerichte mitspielen werden. Und wir sehen das ja, dass immer mehr Gerichtsentscheidungen zu sogenannten Klimaklagen gefällt werden. Das sind jetzt auch nicht aussichtslose Klimaklagen, die haben eben doch teilweise auch Erfolg. Und so kommt das Thema jetzt auch bei den Gerichten an. Also die Welt können die Gerichte nicht retten, aber sie können einen kleinen Beitrag liefern, damit das Klimaschutzrecht nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch im Alltag wirksam wird. Vielleicht können ja Studierende auch dazu beitragen. Frau Fenger, hatten Sie schon Praxisbezüge bezüglich Klimarecht oder welche Projekterfahrungen haben Sie schon hinter sich? Also ich arbeite als studentische Hilfskraft an der FOI, Forschungsstelle für europäisches Umweltrecht, die auch von Herrn Francius geleitet wird. Und da arbeite ich für zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, die ihre Doktorarbeit schreiben. Das Projekt heißt Kompetenznetzwerk Umweltrecht. Geht dann also auch um internationale Geschichten, ein Klimarecht im Allgemeinen auch. Und genau, ich mache einfach die Zuarbeit, ich mache Recherchearbeiten, ich sorge dafür, dass die Literatur bei den WIMIs ankommt und genau, unterstütze da einfach ein bisschen. Diese hochkomplexen Fragen, die Herr Francius ja gerade angesprochen hat, wird sowas auch unter Studierenden diskutiert? Gibt es da vielleicht eine Form von zivilgesellschaftliches Engagement? Absolut. Also gerade jetzt im Umweltrecht, im Schwerpunkt, wenn wir aus dem Klimaschutzrechtsseminar zum Beispiel gekommen sind, war es nicht so, dass mit dem Seminarende das Thema auch beendet ist, sondern das begleitet ein Jahr auch über den ganzen Schwerpunkt und auch darüber hinaus. Und
man geht aus dem Seminar raus und man diskutiert dann mit den Kommilitonen. Und dass Klimarecht jetzt nicht nur im rechtswissenschaftlichen Kosmos sich befindet, sieht man ja zum Beispiel auch an der Fridays for Future-Bewegung, dass es auch gesellschaftlichen Einschlag findet. Herr Franzius, Frau Fenge hatte ja auch die Forschungsstelle für europäisches Umweltrecht angesprochen, wo Sie ja auch als Hilfskraft tätig sind. Vielleicht könnten Sie auch noch mal was zu den Forschungen sagen, die dort betrieben werden an dem Forschungsinstitut. Ja, also wir beschäftigen uns mit vielen Bereichen, nicht wirklich mit allen Bereichen des Umweltrechts. Der Schwerpunkt liegt auch hier im Klimaschutzrecht. Beispielsweise der Gründer der Forschungsstelle, also mein Vorgänger im Amt, Gerd Winter, der war maßgeblich beteiligt beim People's Climate Case. Das war die Klage von 10 Familien vor dem Europäischen Gerichtshof. Und das war eine spektakuläre Klimaklage. Damit sind wir auch richtig bekannt geworden als FOI, als Forschungsstelle für europäisches Umweltrecht. Das ist dadurch, dass es eben jetzt das alles beherrschende Thema ist, auch das Zentrum unserer Forschungsaktivitäten an der FOI. Aber ich möchte auch dazu vielleicht noch sagen, irgendwie, das heißt zwar Forschungsstelle für europäisches Umweltrecht, aber das Klimaschutzrecht ist jetzt nicht nur Umweltrecht. Ja? Also wir müssen immer Werbung machen für unseren Schwerpunkt Umweltrecht. Ja, das ist nicht irgendwie Blümchenschutz. Das ist eben auch Klimaschutzrecht. Und Klimaschutzrecht wiederum ist dann eben halt auch Wirtschaftsrecht, öffentliches Wirtschaftsrecht. Denn es ist so eine so große Herausforderung, diese Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in eine dekarbonisierte Welt, in die Klimaneutralität, dass ist nicht mehr alleine Umweltrecht. Umweltrecht ist etwas Bewahrendes. Das Klimaschutzrecht ist etwas Gestaltendes. Die Welt muss klimaneutral werden. Das ist doch so eine große Aufgabe, das kann nicht allein das Umweltrecht abdecken. Und deswegen bin ich immer an der FOI bemüht, so Aspekte zu behandeln wie Energierecht. Das ist auch immer ein schönes Beispiel, um den interessierten Studierenden deutlich zu machen, wo man denn wirklich richtig Geld verdienen kann. Das ist im Energierecht. Also wenn man später dann das Staatsexamen hat und Anwältin oder Anwalt wird in einer mittelgroßen Kanzlei, dann kann man mit dem Energierecht richtig, richtig viel Geld verdienen. Also so ein bisschen unser Spiel mit den Zivilrechtlern, weil häufig heißt es irgendwie, naja, also als Anwalt müsste man doch irgendwie dann nur Zivilrecht machen. Nein, nein, das Energierecht ist ein Gebiet, ein theoretisch interessantes Gebiet, aber auch ein praktisch enorm relevantes Feld, wo im Moment auch wirklich tatsächlich Bedarf besteht. Also ich kenne doch einige Kanzleien in Bremen, die suchen händeringend Absolventinnen, Absolventen, die im Energierecht tätig sein möchten. Also würden Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass man Umweltrecht auch viel, viel differenzierter betrachten müsste? Einmal den wirtschaftlichen Schwerpunkt Energie, den Schwerpunkt auf Energie und Wirtschaft und dann einmal diesen gestalterischen Aspekt. Also ein bisschen verschwimmen im Moment die Grenzen. Also wenn man früher ein Lehrbuch in die Hand genommen hat, Umweltrecht, ja, dann gab es ein Kapitel zum Abfallrecht und dann gab es ein Kapitel zum Emissionsschutzrecht, also ein Kohlekraftwerk emittiert CO2 und was kann man da machen. Und jetzt das Klimaschutzrecht, das ist eben nicht mehr so richtig einzuordnen in unsere Rechtsgebiete. Also wir als Juristinnen und Juristen, wir ordnen das halt immer so schön ein. Ja? Und dann kommt ein Zivilrechtler und sagt irgendwie, das gehört zu uns, das Kartellrecht oder das Energierecht gehört zu uns. Und dann sagt der Öffentlichrechtler, nee, das gehört zu uns. Und dann streiten wir uns mal ein bisschen, wohin das eigentlich hingehört. Ja? Und das Klimaschutzrecht, das ist auch Zivilrecht. Also es gab eine Klage vor einem Zivilgericht, ja, das war ein zivilrechtlicher Anspruch. Wenn Sie ein großes Unternehmen wie RWE verklagen wollen, dann sind das zwei
Bürger, also das Unternehmen ist ein privater Akteur, Sie sind ein privater Akteur und dann landet der Rechtsstreit vor einem ordentlichen Gericht, vor einem Zivilgericht. Das hat nichts mit dem Staat zu tun. Und deswegen, auch das ist so ein bisschen, das ist das Interessante am Klimaschutzrecht, dass so ein bisschen unsere fundamentale Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft erodiert. Das macht es interessant. Und ich bin froh, in dem Gebiet tätig zu sein, weil auf der einen Seite sind es die theoretischen Interessen und auf der anderen Seite ist es eben von einer so ungeheuerlichen praktischen Relevanz, dass es eben schön ist, das beides miteinander so verbinden zu können. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist ja auch Interdisziplinarität in dem Fachbereich der Grund, weshalb es sich so schwer zuzuordnen lässt. Wird da auch, Frau Fenger, wie ist Ihre studentische Wahrnehmung, Stichwort Interdisziplinarität, bei Rechtswissenschaft? Das ist eine gute Frage. Es gibt ja Kombi-Studiengänge auch, ne? Also Bachelor, Master mit Komplementärfach Rechtswissenschaften zum Beispiel. Und da haben wir schon dann auch Studenten und Studentinnen bei uns in den Seminaren mit sitzen, die zum Beispiel Politik studieren am Hauptfach und Nebenfach Jura. Und mit denen kommt man dann natürlich auch ins Gespräch. Und gerade auch im Schwerpunkt Umweltrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht hat man dann auch ein paar technische Sachen, die man zum Beispiel wissen muss, Windkrafträder, ne? Wie funktioniert das? Es sind dann natürlich hauptsächlich die rechtlichen Geschichten, die man behandelt, aber Politik, so ein paar technische Sachen und so spielt da natürlich auch mit rein. Es gibt also auch einige Schnittstellen sozusagen. Herr Franzius, diese Aspekte, die wir gerade angesprochen haben, also ich glaube, Bremen oder die Uni Bremen oder Fachbereich 6 Rechtswissenschaft an der Uni Bremen kann, glaube ich, auch sehr viele Aspekte stolz sein, was vielleicht diesen Studiengang so ausmacht am Standort Bremen. Und es gibt ja darüber hinaus noch zahlreiche Alumni, die erfolgreich promoviert haben. Große Namen. Haben Sie da ein paar Beispiele? Na, wir haben so einen Star-Alumni, den Bürgermeister. Andreas Bovenschulte hat bei uns studiert, hat bei uns promoviert und er wäre dann auch um Haaresbreite in die Wissenschaft gegangen. Er hat mir mal erzählt, er fand den Weg in die Wissenschaft dann doch ein Stück zu steinig und er ist sozusagen ein schönes Beispiel dafür, was aus Absolventinnen und Absolventen unseres Fachbereichs passieren kann. Und wir sind als Fachbereich auch stolz auf diesen Alumnus. Und Sie haben ergänzend dazu am Fachbereich einen ganz kurzen Imagefilm produziert. Den würden wir uns jetzt auch noch mal anschauen. Ein paar visuelle Eindrücke, was den Fachbereich noch besonders macht an der Universität Bremen.
Empfänger. Wir haben ja gerade gesehen, sowohl inhaltliche Schwerpunkte, Transnationalisierung, Umweltrecht, aber auch die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis zeichnen Rechtswissenschaft an der Uni Bremen aus. Was würden Sie denn sagen, was ist noch so faszinierend daran? Man muss sagen, dass der Fachbereich 6 der Uni Bremen im Verhältnis zu juristischen Fakultäten und Fachbereichen anderer Universitäten relativ klein ist. Meiner Einschätzung nach macht es dann gerade Studienanfängern oder Leute, die frisch von einer anderen Uni an die Uni Bremen wechseln, leichter Kontakte zu knüpfen, Anschluss zu finden. Und das ist meiner Meinung nach auch ziemlich wichtig, weil ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Jura ein sehr stofflastiges Studium ist. Und da ist der Austausch mit anderen Leuten einfach extrem wichtig. Und das kann man am Fachbereich Jura in Bremen besonders gut. Also auch eine schöne, persönliche, aufgeschlossene Atmosphäre, die herrscht. Herr Franzius, zum Abschluss, wer sollte Rechtswissenschaft studieren? Was sollte man idealerweise mitbringen? Ach, das ist also keine einfache Frage. Ich habe selber Kinder und meine jüngste Tochter hat jetzt gerade Abitur gemacht. Sollte sie Jura studieren? Sie interessiert sich für Medizinrecht, aber ausschließlich für Medizinrecht. Also wenn man sich nur für einen kleinen Teil interessiert, dann glaube ich, ist es nicht so ratsam, weil wir sind als Staatsexamenstudiengang darauf angewiesen, vorzubereiten auf die Prüfung, auf das Staatsexamen. Es ist kein Bachelor, kein Master, das Staatsexamen. Das wird nicht von uns abgenommen, das wird von der Justiz abgenommen, vom Justizprüfungsamt. Und das ist eben Strafrecht, Zivilrecht, öffentliches Recht. Also mein Rat wäre, wer breit aufgestellt ist, wer also jetzt im Grunde noch gar nicht weiß, wohin die Reise geht, aber doch vielseitig interessiert ist, für die oder den kommt das Studium in Betracht. Es ist viel, aber es ist vielleicht auch von Vorteil, weil es so verschult ist. Wenn Sie einen Bachelor-Studiengang wählen, dann müssen Sie im Grunde selber sehen, wie Sie Ihr Studium strukturiert bekommen. Das ist bei uns anders. Bei uns ist das verschult, so verschult, dass ich es auch gar nicht mehr witzig finde. Aber es ist eine gewisse Hilfe. Die Leute werden, wenn sie 18 sind, wenn sie 19 sind, auch ein Stück weit in die Hand genommen. Und das könnte ein Vorteil sein für Menschen, die offen sind, interessiert sind, möglichst vielseitig interessiert sind und dann im Laufe des Studiums entdecken, was besonders interessant ist. Und dann gehen sie ins Strafrecht, ins Zivilrecht, ins öffentliche Recht und dann steht am Ende auch ein Berufswunsch, den man im Grunde vor dem Studium noch gar nicht haben muss. Das wäre so ganz kurz meine Antwort auf diese schwierige Frage. So, Vielfältigkeit und Offenheit wird einen in Fachbereich 6 Rechtswissenschaft an der Universität Bremen erwarten. Und künftig wird Rechtswissenschaft auch noch mehr Verantwortung für gesellschaftliche Phänomene in der Rechtsform übernehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Dr. Claudio Franzius und bei Katrin Fenger. Vielen Dank, dass Sie bei mir zu Gast waren. Dankeschön. Wir haben zu danken.